So, perfekt. Oh Mann. Was ein Gemetzel. Ich schmeiß mal alles runter. Ich bin echt überfragt, wie wir das machen sollen mit den Zinnen. Den einen Spawner haben wir schon zerstört. Der andere Spawner ist allerdings hinten auf der Ecke. Und da würde ich gerne einen Troll... Ach so, das war noch von... Ich dachte mir gerade, was brennt hier. Boah, ich dachte gerade, was geht denn jetzt ab? Gut. weil ich muss da irgendwie den Troll hinten platzieren, ne? Einmal könnten wir es nochmal probieren. Ich gehe mal kurz pennen. Gute Nacht. Guten Morgen. Und dann gucke ich mal kurz. Ja. Aber eigentlich alles da. Ich könnte den einen Stab schon mal runter... Oh, Alter, ist das schon wieder am Längen. Kann mir bitte das Wetter besser werden? Das wäre sehr nett. Aber ich glaube nicht, ne? Doch. Sehr gut. Perfekt. Ansonsten sieht alles ganz gut aus. Ich könnte vielleicht mal kurz alles reparieren. Halt, da kann ich den mitnehmen. So. Weil das ist schon halb runter. Also ich glaube nicht, dass die kaputt gehen könnten, aber gehen wir mal auf Nummer sicher. Außerdem der Hammer. Hier. Und natürlich die Axt. So. Sehr gut. Dann nach oben und ich schmeiße das mal wieder hier neben die Sonnenuhr. So. Sehr gut. Und dann probieren wir es noch ein letztes Mal, wa? Also, ich habe keine Ahnung, ob wir es diese Aufnahme noch schaffen, das zurückzuerobern. Ich würde es aber ganz gern. Tatsächlich ist das alleine doch ein bisschen was anderes. So, hier sind wir. Und ich hoffe, hier sind keine weiteren Feinde mehr. Hier unten auf jeden Fall nicht. Da ist noch einer. Gut möglich, dass der Hexenmeister noch lebt, weil ich rausgegangen bin, bevor der Troll ihn gekillt hat. Ich kümmere mich erstmal um den. Falls der Hexenmeister noch lebt, muss ich ihn killen. Sonst überrascht er uns irgendwann. So, der ist schon mal down. Und du bist schon mal down. Ansonsten ist hier Ruhe, ne? Du noch? So, Energieschild. Da ist nur einer von denen. Gut. Da ist der Hexer. Ich sehe sein Life nicht. Hat er sich gerade geheilt? Nee, der hat wieder einen beschworen. Ich dachte mir gerade schon. Gut, dann laufe ich mal kurz hier hin. Er macht seinen komischen Feuerdingens, genau. Und auf dich. So. Dann kämpft mal schön. Oh, ich mag den Troll, bin ich ehrlich. Also auch wenn er natürlich uns gegenüber feindlich ist, finde ich den voll cool. Ganz ehrlich. Ja, los, töte ihn! Ja, und um euch kümmere ich mich. So. Dexter ist das gleich down. Er ist down. Und ich mache hier auch noch down. Tschüss. So. Und bevor der hier völlig frei dreht, mache ich ihn platt. Er ist ja Gott sei Dank ein Feuerwesen und kriegt deswegen extra Schaden von Frost. Man sieht es an den gelben Zahlen. Tschüss. Vielen Dank für deine Dienste. Sie werden nicht länger benötigt. Und dann gucke ich mal nach. Ich kann das und das nachfüllen. Dann mache ich das auch. Und jetzt. Oh. Workbench kaputt. Bevor sie verbrennt, baue ich die mal neu. Wenn da so ein Feuerding neben landet oder so. Sehr gut. Und ich... Halt! Der hier zuerst. Tschüss! Sonst drückt er mir die ganze Zeit Schaden rein. Und ich gehe hier mal hoch. Nehme den Trollstab wieder, ne? Der hat gut funktioniert. Hier sind Gott sei Dank nicht mehr so viele Feinde. Ich laufe mal nach da hinten. Oh. Autsch. So. Mache hier das Ding hin. So, und geh weg. Energieschild. Hui, so, dann lauf, lauf, lauf. Und ich gehe einfach mal weg. Und der macht das schon. Hoffe ich mal. Sieht gut aus.
Sehr gut. Und ich kann mich derweil um die Zinnen kümmern. Wow, Alter. Okay, da ist ganz schön was los. Das sind ganz schön viele Bogenschützen auf einmal. So. 7. Runtergejumpt. Dann 3. Beschworen. Und tschüss. Wow, 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 wow. Oh, die Treppen gehen auch kaputt. Das wusste ich gar nicht. Aha. Gut zu wissen. So, kannst du mal bitte da... Der hat den Spawner zerstört. Tatsächlich. Energieschild. Ja, er hat den Spawner zerstört. Jetzt musst du nur noch den Hexer killen. Was ist das denn? Ach, ein verkohltes Zahnrad. Perfekt. Der hat einen Stern. Hä? Nicht einmal, doch einmal habe ich getroffen. So, jetzt aber down. Der Troll ist down. Da ist ein Bogenschütze und ein Krieger. Die kriege ich down. Was sind das denn hier für Geräusche? Als ob hier so ein Riesenvieh lang rumläuft. Ach, er ist das, glaube ich. So, ich gehe mal nach hier unten. Und den Bogenschützen kann ich doch mit Feuerbällen killen. So, er ist down. Und dann nehme ich mir den Krieger vor. Ebenfalls down. Und ich werde von oben beballert. Ach so, das ist die Armbrust. Hm. Ja, 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 ist ja gut. Da ist noch der Warlock. Mhm. Aber die Armbrust muss ich erstmal machen. So. Sehr gut. Und das gibt auch ein verkohltes Zahnrad, oder wie? Ah, I see. Macht ja Sinn. So, hier ist noch Ascheholz, das nehme ich auch mit. Und da oben ist irgendwo der Warlock. Das wäre so geil, wenn ich da oben drauf einen Troll platzieren könnte, ne? Aber ich glaube nicht, dass das geht. So, er brennt. Ja, das ist jetzt natürlich nervig. Weil ich jetzt hier die ganze Zeit versuchen muss, ihn irgendwie so zu treffen. Aber es geht. Stück für Stück. Solange er mich nicht sieht. Er hat mich zwar gesehen, aber... Er zaubert nicht. Er zaubert. Weg, weg, weg. Mhm. Daneben, dann gehe ich mal hier so hin und baller dagegen. Hauptsache, er kriegt permanent Schaden. Nee, hier gegen. Bam! Oh, doch nicht. So, ein Treffer noch und er ist down, aber erstmal in Sicherheit bringen. Weil seine Zauber sind ja übelst brutal. So! Ruhe im Karton. Irgendwas kämpft hier noch. Ich höre hier noch was. Wo denn? Wahrscheinlich hier unten irgendwo, ne? Soll ich mal das Portal holen? Ach, da ist er doch. Und noch einer. Hm. Erstmal dich. So. Und dann dich. Tschüss. Und dann hole ich das Portal und baue das schön ins Zentrum. Dann können wir uns nämlich auch einen Rambock bauen und so. Oh, oh. Sag jetzt nicht, die letzte Treppe ist auch weggekracht. Nee, genau nicht. Sehr gut. Habe ich genau das Richtige geholt. Oh, da liegt Bronze. Die lasse ich nicht liegen. Hm, was lasse ich denn stattdessen liegen hier? 9 Stein, ne? Oh, das ist Silber gewesen. Und Bronze und Topfscherben. Das weg, das weg. Da ist nur ein Trank, aber vielleicht auch Topfscherben? Nö. Gut. Hier sind noch Töpfe. Die hole ich auch noch kurz. So. Axt. Topfscherben. Wie haben wir insgesamt? 5. Hm. Ja. Warum auch nicht?
Und da nehme ich das Portal mal mit, ne? Oder soll ich das erstmal wegbringen? Ja, weil unser Inventar ist voll. So. Also ich muss ehrlich sagen, dieser Trollstab ist übel nice. Bin ich ganz ehrlich. Hä, wo haben wir den denn her? Keine Ahnung. Sehr gut. Runter damit. Und das alles auch. Und völlig egal, wie spät es ist. Es ist gut möglich, dass wir schon Nachmittag haben. Haben wir aber gar nicht. Wir haben es gerade mittags. Perfekt. Dann gehe ich nochmal zurück. Bring das Portal ins Zentrum, ne? In die Festung. Denn wenn wir das haben, das Portal dort in... Oh, ups. Ja, egal. Wenn wir das haben, also das Portal da drin, dann können wir uns ganz in Ruhe darum kümmern, uns einen Rambock zu bauen und so. Aber Hauptsache erstmal in Sicherheit. Oh, vielleicht hätte ich mal ein Energieschild machen sollen. So. Sicher ist sicher. Und da ist noch ein Überlebender. Auf Wiedersehen. Und ansonsten ist hier Ruhe jetzt, ne? Ah ja, hier ist ja auch noch Loot. 30 Stück! Wow! Ein voller Stack, das ist ja unfassbar. Okay, okay, not bad. Das baue ich mal hier rein. Irgendwie hier so rein. Geht das? Dann kann es nämlich nicht getroffen werden. So, und verschiedenes Portal kann ich leider nicht drauf bauen. Dann baue ich es mal... So, so. Zack. Sehr gut. Und dann können wir das mitnehmen und wir sind überladen. Krass. Oh oh. Und außerdem enorm Gold. Ich bringe das schon mal weg, ne? Und dann hole ich die Sachen, die wir für ein Dingens brauchen. Für einen Rambock. Perfekt. Ja, dann schleppen wir uns rüber. Bei einem 30er Stack ist das ja kein Wunder. Allein das wiegt ja schon 300. Sehr gut. Fette Ausbeute. So, die Barren können auch wieder runter. Oh, Gold. Da können wir gleich hoch in die Schatzkammer gehen, wa? Aber zuallererst, was brauchten wir denn nochmal? Eine Workbench haben wir ja schon. Und außerdem bei verschiedenen Rambock 20 Ascheholz, 10 Flammkern. 10 Flammkern hole ich mal von unten kurz. Sag mal, Flauschi, was ist denn los mit dir? Warum guckst du heute die ganze Zeit so 45 Grad nach oben? Machst ein paar Dehnübungen? Ach, süß. Naja, wenn man hier die ganze Zeit nur in der Bude rumhockt, ne? Man will ja auch nicht aus der Form kommen, ne? Ach ne, nur 10 waren's. So. Und hinauf. Stimmt, vielleicht sollte ich denen noch so eine Art... so sportliche Betätigung machen, ne? Oder so, so Rätsel macht man doch immer. So kleine Rätsel, die sie dann knacken müssen. Mit so Leckerlis drin. Finde ich übel süß. So, 20. Und Sotlingskerne, 2 Stück. So. Und außerdem Holz. Weil das... Uch, sorry, Prostitpulver aufgenommen. Na komm, so. Keine Ahnung, ich nehme einfach mal 12 mit. Warum auch nicht. Und das schmeiße ich da wieder drauf. Sehr gut. Und dann holen wir uns den fetten Loot. Da habe ich so Bock drauf. Ich will gerne diese ganzen Edelsteine haben. Alle 3. 5-mal oder so. Oh. Warte mal. So. Sehr gut. Und dann gehen wir hindurch. So. Wo ist denn hier das Tor? Also ist eigentlich egal. Aber aus Prinzip will ich es da machen, wo das Tor ist. Also so hin. Dann Holz rein. Einer reicht, glaube ich. Und halt so. Bam! So, brech mal auf das Ding. So, das war's, ne? Ja. Sehr gut. Huch. So. Hervor. Oh nein! Sage sich, der Loot ist despawned. Oh, ist das gemein. Weil ich den Troll beschworen habe, ist der explodiert und hat hier die Kiste kaputt gemacht. Und es sind die Glockenfragmente despawned. Ah! Okay, das ist ja gut zu wissen. Aber immerhin ein Blutstein und eine Jade haben wir gekriegt. Das ist ja schon mal erfreulich. Aber das ist ja doof. Jetzt. Weil diese Glockenfragmente sind ja schon so selten, ne? Naja, gut.
So, aber mal gucken, ob wir einen neuen Spot für den Boss finden. Ja, tatsächlich. Jetzt haben wir hier einen. Oh, das hier kann ich mal entfernen. So, das ist ja unsere Hauptbase, Aschenlande-Base. Da ist direkt einer. Dann haben wir hier einen. Interessant. Hier sind wir mit dem Schiff lang gefahren und haben kein Land gesehen. Aber hier dann schon. Interessant. Und, noch einer war hier unten, ne? Ja, aber ist sowieso egal, wenn wir den hier haben, ne? What should it? So, das hätten wir. Und ansonsten, ja schade, wir haben die Dingens jetzt nicht. Die Glockenfragmente, das ist natürlich hochgradig ärgerlich. Warte mal, bevor ich das mache, sehe ich es doch schon kommen. Dass wir das hier nachher nicht mehr transportieren können. Deswegen baue ich das mal schön hier rein. So. Und so. Und dann mache ich das Ding hier kaputt. Weil ich aufpassen muss, dass das Ascheholz nicht verbrennt, ne? Und ich sollte selber auch nicht verbrennen. Ich glaube, ich nehme mal lieber die Axt. Keine Sorge, ich habe mein Leben im Blick. War das gerade ein Feind? Geräusch? Keine Ahnung. So. Ascheholz haben wir aufgesammelt. So klingt es gerne. Perfekt. Ja, dann haben wir alles, ne? Ich gucke hier nochmal nach, ob hier noch irgendein Loot liegt oder so. Okay, also diese Zahnräder werden gedroppt von den Dingens. Das ist gut zu wissen. Davon haben wir eigentlich auch genug. Aber ich kann diesen Troll wohl bei der Belagerung nicht benutzen, weil der hier durch die Wand Schaden im Inneren macht. Die Sachen hier dann liegen. Und wenn ich dann sterbe und speicher und so sterbe und schlafen gehe und so, wird so viel Zeit übersprungen, dass das hier in der Mitte despawnt. Ich könnte immer Workbenches bauen. Bei der Belagerung Workbenches. Ah nee, die werden ja abgerissen. Das geht ja auch nicht. Ihr wisst, was ich meine, ne? Damit nichts despawnt. Aber ich wüsste nicht, wie ich das machen soll. Hier oben drauf zum Beispiel irgendwie. So, ne? So schief drauf. Wenn ich dann solche hier irgendwie langlaufe und überall sind Feinde und oh mein Gott, wir werden umzingelt. Und dann, dass ich das so hinbaue, dass da keiner drankommt. Aber geht nicht, ne? Nee, hätte ich wohl gern. Weil wenn ich es hier einfach hinbaue, ist klar, was ich meine, ne? Dann gehen die hier natürlich hin und machen das kaputt. Da wird ja nichts und niemand sie daran hindern. Naja, gut. Aber wir haben auf jeden Fall hier jetzt unsere Base. Ich mache das mal weg. Das mal weg. So. Und mache hier... So. Not 3 war's, ne? Nee. Gar nicht Not. Not 3 war hier, ich Idiot. Scheiße. Hier irgendwo. Not 3. Stimmt. Oder hier. Weil das ist ja jetzt unser Reiseportal. Habe ich ganz vergessen. Na klar. Gut. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Perfekt. Und es wird gerade Nacht. Deswegen gehe ich mal kurz hier nach unten. Lauf hier durch. Sortiere schon mal ein. Und sobald die Nachtmusik beginnt, werden wir unterbrechen und sofort was anderes machen. Erstmal Feuer. Dann hier die Edelsteine. Die kommen zu Schmuck. So wie der hier. Ich weiß immer noch nicht, was man mit Iolit macht. Könnt ihr mir das mal bitte in die Kommentare schreiben? Das wäre super nett. Gold müssen wir wieder nach oben bringen. Dann Zahnräder kommen zu Metallteile. Einmal durchgerannt. Dann haben wir hier Stein. Nee, doch nicht. Aber Marmor. Noch mehr. Nee, aber jetzt haben wir Stein. Toll. Holz, Ascheholz, Knochen. So. Knochen hier. Dann Barren. Komm hier runter. Ach, die besten Freunde wieder, wa? Und das wieder zu... Ist das Plusti? Nee, wieder Flauschi und Zapfi. Wie letztes Mal. BFFL, sag ich doch. Ach, wie süß. So, rein damit.
Marmor rein damit. Oh, können wir schon wieder hochbringen. Willst du mich eigentlich flachsen? Ist noch mehr grausten. Oh Mann. Gut. So. Dann haben wir hier noch ein paar Edelsteine. Rein damit. Knochen. Kohle. Gold. Dann Reptilienfleisch. Es hat die Nachtmusik begonnen. Das bedeutet, ich schmeiß hier mal alles hin. Und wir gucken nach einem Sterne-Askwin. Hä? Ihr erinnert euch, das steht ja auch noch an. Also Energieschild. Und diesmal machen wir das ein bisschen klüger. Halt! Ich habe die zwei Barren dabei. Anstatt Ausdauertränke. Das ist keine gute... Ah, shit. Die Barren hätte ich gerade darunter werfen können. Egal. Ich nehme die beiden mit. Nehme die beiden mit. Wir haben Akteur bereit. Das mache ich sofort an, wenn ich den Askwin sehe. Aber erst einmal gehen wir hindurch und gucken, ob überhaupt einer da ist. Halt! Den hier mitnehmen. So. Und diesmal nicht so wie letztes Mal. Ganz ruhig bleiben. Wir kriegen das hin. So. Und jetzt ein nach dem anderen abchecken, ob hier irgendwo Askwins sind. Da hinten sind schon mal Pilze. Ich glaube aber, hier waren auch zwei Askwins-Spawn-Punkte. Da. Eins. Er hat mich gesehen. Ich muss sie auch töten, ne? Natürlich. Weil, wenn wir das nächste Mal hier wieder herkommen, sollen die ja respawnen. Und wenn sie noch da sind, werden sie nicht respawnen. Ihr versteht schon. Also muss ich jedes Mal die Askwins auch umbringen. Ich komme nicht drum rum. So. So, ich gehe hier mal in entsprechende Distanz. Sammle hier die Pilze auf. Jump hier rüber. So. Und der Askwin ist down. Er mit deinem Loot. Halt. Dich mache ich ebenfalls platt. Piu. Und piu. Und piu. So. Da sind noch Pilze. Ja, 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 ja. Ist ja gut, Mann. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Ihr müsst mal kurz herkommen. Damit ich mich um euch kümmern kann. So. Und hier. Perfekt. Dann du noch. Und den Loot von dem Askwin. Das ist der hier, ne? Jo. So. Piu. Piu. Das sollte ich eigentlich nicht machen, ne? Ich sollte lieber ein bisschen mehr recken. Weil wenn ich immer sofort zauber, wenn er wieder zaubern kann, so wie ich das eben gerade gemacht habe mit diesem Piu Piu, dann braucht er länger, um zu recken. Oh, sind hier viele Pilze. Das ist so nice. Ein weiterer Grund, warum ich diesen Spot hier so gerne mag. So. Und so. Und du jumpst mal rüber. Dann mache ich dich platt. Und tschüss. So. Dein Loot. Ja, das graust hier. Na gut. Und da hinten war der, ne? Der Askwin. Aber. Aber eins nach dem anderen. Erstmal das Kruppzeug weg und ich darf natürlich auch keine Zeit verlieren. So wie letztes Mal. Und tschüss. So, und hier waren irgendwo Askwins. Ich sehe aber gar keinen. Und tschüss. So, hier haben wir noch ein bisschen Stuff. Aber Askwin-mäßig ist hier nicht so viel los, ne? Nee. Kann hier nicht deutlich mehr? Ich meine, ja. Und tschüss. Ich erinnere mich, dass hier welche waren. Ich schaue die ganze Zeit nach Silhouetten, aber ich sehe keine.
Gehen wir mal hier lang, da hinten. Schöne große Runde machen, ne? Nee, da sind noch Pilze. Da sehe ich nur Animationen, so Windanimationen, aber ich sehe keine Askwins. Nichts, nichts, nee. Das ist unser Turm. Da ist einer. So. Hervorragend. Da ist noch einer, ne? Oder? Nee, das war nur ne. Das ist ein Morgan. Gut. Ja, den lasse ich da mal schön in Ruhe. Aber ansonsten ist hier nichts. Ja, nichts. Schade. Gut. Ansonsten war es das. Also ich glaube, wir haben jetzt 3 Askins gesehen. Eigentlich sind hier doch normalerweise 4. Ich weiß gerade nicht, wo der 4. ist. Aber ich will jetzt auch nicht gegen 1000 andere Feinde kämpfen. Auf der Suche nach dem. Bin ich ehrlich. Also das wäre dann doch irgendwie zu blöd. Das da ist ein Stein. Ja gut. Jetzt komm. So. Aber das war's. Nö. Hier ist kein Askwin. Das heißt für uns auf Wiedersehen. Dann gehen wir wieder zurück. Und sortieren den ganzen Stuff wieder ein. Ich kann ja nochmal oben gucken. Vielleicht. Also wenn wir oben auf dem Glockenturm stehen. Ob wir da vielleicht dann irgendwie einen Askwin sehen. Ich hoffe es. Aber ich glaube ja nicht. Ich glaube ja nicht. Ja, man sieht nichts bei diesem, bei dieser Dunkelheit. Oh, da habe ich Pilze übersehen. Da. Da, schon wieder doppelte Mucke. Du bist unsatisfying. Hm, ja, gut. Gut, hier ist nichts. Auf Wiedersehen. So, gut. Dann nicht. Dann gehen wir zu unserem Loot, wollte ich sagen. Da haben wir noch mehr Marmor. Können wir direkt wieder hochbringen. Ich habe aber gerade keinen Bock, bin ich ehrlich. So, Stein weg. Hör mit dem Stuff. Was haben wir denn hier? Ach, das Flammenkernerz. Ja gut. Hä, sind wir schon wieder voll? Tatsächlich. Hm. Wie sortieren wir denn das am klügsten? Wir können hier schon mal Knochen. Und heute. Halt. Nochmal durch die Federn hier rein. Dann haben wir hier Fleisch. Einmal Kleinviehfleisch. Die Gegenstände. Ach so, das ist eine Askwin-Blase. Hier. Genau, die Fuffi-Stack voll. Perfekt. Fisch und Reptilien. Alter, das können wir auch bald hochbringen. Dann haben wir hier Barren und Kohle und so ein Stuff. Das schmeiße ich alles hier runter. So. Eigentlich noch ein Barren? Nö. Liegt da bestimmt drin, ne? Nochmal hindurch. Was ist das hier? Verkohlter Knochen. Kriege ich die auch noch mit? Nicht ganz. Dann schmeiße ich die mal hier rein. Und jetzt kriege ich sie mit, ne? Ja. Warum leckt denn das schon wieder so ab? Ach, weil er speichert natürlich. Oh. Aber ich habe ja schon gesagt, ne? Wir können es leider nicht ändern. Wie in den Kommentaren bereits beschrieben wurde. Sie konnten sich endlich freibacken. Plus, die hat sie ein wenig angeschoben und dann ging's. Süß. So, Pilze. Halt. So. Beeren. Direkt daneben. Dann Aegis. Haben wir hier ein paar weiter. Hier. Kleinviehfleisch. Feuer. Trophäen. Und Möbel. Möbel hier unten. Trophäen hier. Und Feuer hier. Zack. Ja, Schwefel läuft bei uns, ne? Auch das können wir bald hochbringen. Sehr gut. Ja, dann nochmal alles rappen. So. Und auf der Seite ebenfalls nochmal. So. Und hier. Ja, das lief doch gar nicht so schlecht. Ne? Was wir da gemacht haben. Also, wir sind zwar zweimal gestorben.
Aber gemessen an dem, was wir erreicht haben. Ja, schade ist das natürlich mit der Truhe, ne? Die jetzt despawned ist. Das ist richtig gemein, dass das so vonstatten geht. Also da dann irgendwie nächstes Mal auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, dass wir vielleicht nicht mit dem Troll das machen, sondern erstmal so aufräumen. Aber der Troll, vielleicht hier mit diesem Stab. Na, aber ich habe das Gefühl, das Ding geht sehr schnell kaputt. Was steht da, wie viel Leben die haben? Gesundheit, wir brauchen 60%. Aha. Ah. Und das ist ein Elementarzauber, der kostet gar kein Life. Ich verstehe. Ein Standard, ein Gift. Rüstung, Block macht. Da steht aber nichts von Leben, ne? Hier aber auch nicht. Haltbarkeit, Qualität. Nö. Na gut. Wie auch immer. Aber die Aufnahme hat trotzdem Bock gemacht. Finde ich. Und war ja doch recht erfolgreich. Ich bedanke mich ganz herzlich. Oh. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Lasst gerne ein Abo da und ein Like, wie immer. Und auch gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.